Unter dem Motto "Jeder kann Leben retten" fand in Dilmissen ein Benefizfußballspiel zugunsten der deutschen Knochenmarkspenderdatei statt. Der VfL Dilmissen traf auf eine Auswahl vom Panzerbataillon 1 aus Holzminden. So, ich habe jetzt hier Kevin Bratke und Benny Langner bei mir. Benny, erzähl doch erstmal ein bisschen was zum heutigen Tag. Ja, wir sind hier heute mit dem Panzerpik-Bataillon 1 aus Holzminden und bestreiten ein Benefizspiel für den guten Zweck, und zwar für die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei. Ja, wir haben ein kleines Auswahlteam zusammengestellt und wollen heute dem VfL als abverlangen. Also, meint er, das könnte sportlich auch was werden, oder? Ich gehe stark davon aus. Also, wir haben da von der Kreisklassen... Vom Kreisklassenspieler bis zum Landesligaspieler haben wir eigentlich alles dabei. Ich bin da ganz guter Dinge. Also beim Training haben die Jungs sich gut angestellt. Natürlich hatten wir nicht so viel Zeit, uns gut darauf vorzubereiten, so wie sich das gehört. Aber ich denke, da wird schon ein bisschen was bei rumkommen. Kevin, was habt ihr euch vorgenommen? Ja, für uns ist erstmal eine lockere Trainingseinheit, lockerer Trainingsauftakt. Und die Mannschaft ist auch ein bisschen gemischt mit Spielern aus der zweiten, die gerne in der ersten angreifen wollen. Wir hoffen, dass sie sich gut integrieren werden, nehmen das Ganze nicht ganz so ernst. Aber denken, dass wir auf jeden Fall auf eine sehr starke Truppe treffen werden. Gerade weil da einige Spieler sind mit Landesliga-Erfahrung und sowas und wir eben da sehr unerfahrene Spieler noch jetzt mit bei haben. Alles klar, gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden und wünsche euch viel oder uns allen viel Spaß hier heute Abend. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, wer das Spiel hier gewinnt. Auch bei Zuschauern und Spielern haben wir uns vor der Partie noch kurz umgehört. Hören Sie, was Manu Lehnhoff und Waldemar Krother zu sagen hatten. Manu, was verschlägt dich heute Abend hierher? Ja, eine Wohltätigkeitsveranstaltung für einen guten Zweck, da will ich natürlich nicht fehlen und ein bisschen spenden, und deswegen bin ich hier. Waldemar, du bist zum dritten Mal hier dabei, was bewegt dich jedes Mal wieder hier mitzumachen? Ich sag mal, es geht immer um einen guten Zweck und diesmal geht es halt um die Knochenmarkspende und finde ich sehr gut. Wie gesagt, vorletzte Woche hatten wir einen Spendemarathon bei uns in Befern. Und dadurch sind wir halt darauf aufmerksam gekommen. Und deswegen machen wir das eigentlich nur hier. Und ich finde es immer wieder gut, dass andere Vereine hier aus dem Kreis halt da mitmachen können und die Bundeswehr halt auch mit unterstützt. Und ja, wie gesagt, ist immer für einen guten Zweck. Und ja, mehr kann ich nicht zu sagen, sag ich. Okay, alles klar. Vielen Dank und ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Nun steigen wir für Sie hier aber in die Partie ein. Die Bundeswehrauswahl hier von Beginn an zunächst das deutlich bessere Team. Die hatten die ersten 15 bis 20 Minuten hier komplett im Griff. Erspielten sich dabei aber insgesamt nur wenig wirklich große Torchancen, deswegen springen wir hier direkt in die 19. Spielminute. Die Bundeswehrauswahl im Angriff. Maxim Schneider kommt hier am Strafraum an den Ball und der zieht drauf und sein Ball rauscht knapp über das Tor. Das Ganze für die Hausherren hier eine Art Weckruf. Die fanden jetzt nämlich besser in die Partie. Die 24. Minute und Marc Meyer-Mahlert mit dem Führungstreffer. Der erste Vorstoß der Dilmisser wird hier gleich belohnt. Und die kamen jetzt immer besser in Fahrt. Nur 3 Minuten später die nächste Gelegenheit. Langer Ball auf Alexander Jachmann und der mit diesem Lupfer hier zum 2:0. Die Bundeswehrauswahl war hier jetzt ein wenig abgetaucht und das blieb zunächst auch noch so. Wir machen weiter in der 31. Minute, wieder Dilmissen im Angriff und Dennis Yayasuriya mit dem Treffer zum 3:0. In nicht einmal 10 Minuten hatten die Hausherren sich hier also einen großen Vorsprung herausgespielt, dann aber kam die Bundeswehr zurück. Die 42. Minute, Patrick Kirschnick hat hier die Riesengelegenheit zum 3:1, aber die Dilmisser können kurz vor der Linie noch klären. Nur eine Minute später, dann aber schon die nächste Gelegenheit für die Bundeswehrauswahl. Und diesmal machen sie es besser. Waldemar Krother mit dem 3:1 kurz vor der Halbzeitpause. Das Ganze gleichzeitig dann auch der Halbzeitstand. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Wie in der ersten Halbzeit auch jetzt die Bundeswehrauswahl mit dem deutlich besseren Start. Nur diesmal machen sie auch was daraus. Waldemar Krother hier direkt mit dem 3:2 Anschlusstreffer. Das wurde hier also plötzlich wieder richtig spannend. Und in der 58. Minute hatten die Holzmintner dann die Gelegenheit, gleich noch einen nachzulegen. Rocky Manns mit diesem Freistoß hier.
Und der sitzt oben im Eck. Keine Chance für Danny Gom, den hier noch rauszufischen. Plötzlich also unentschieden hier. Dilmissen hatte die komfortable Führung aus der Hand gegeben. Aber den Zuschauern wurde hier wirklich viel geboten. Es ging gleich munter weiter nach diesem Foul hier. Elfmeter für Dilmissen. Isaildis führt aus und verwandelt sicher zum 4:3. Und der VfL übernahm jetzt hier insgesamt auch wieder mehr die Regie. Die 68. Minute, Freistoß von der rechten Seite. Der Ball kommt in den Strafraum und da ist Marc Meyer-Mahlert mit diesem Kopfball zum 5:3. Dilmissen jetzt also wieder auf der Siegerstraße und das blieb hier auch so. Wir springen in die Nachspielzeit. Einwurf, Dilmissen. Der Ball kommt wieder zu Marc Meyer-Mahlert und der fackelt nicht lang und erzielt hier den 6:3 Endstand. So endet hier eine wirklich packende Partie mit 9 Toren. Die Zuschauer waren hier wirklich voll auf ihre Kosten gekommen. Ich verabschiede mich damit von Ihnen und möchte noch einmal allen Beteiligten großes Lob für diese tolle Veranstaltung aussprechen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.